Hallo und herzlich willkommen bei K1 Journal. Die Bürger der ehemaligen DDR nannten sie Arbeiterschließfach oder Schnarchsilo. In Westdeutschland heißen die aus Betonplatten gebauten Wohnblocks meist abfällig die Platte. Von den einen heiß geliebt, gelten sie bei anderen als absolute Bausünde. In der Erfurter Plattenbausiedlung Roter Berg haben Sprengmeister jetzt erstmals in Deutschland einen 17-stöckigen Plattenbau in die Luft gejagt. Das Ende eines Plattenbaus. 13.000 Tonnen Stahlbeton werden zu Schutt und Staub. Panoramablick über Erfurt. 52 Meter hoch auf dem Dach der Platte am Roten Berg. Das Gebäude ist für die Sprengexperten ein harter Brocken. Unzählige Wände, 133 Wohnungen, 17 Stockwerke. Zu DDR-Zeiten ein Wahrzeichen der Wohnungsbaupolitik. Wer hier 1980 einziehen durfte, fühlte sich wie im Paradies. Doch nach der Wende zogen viele Mieter aus. Wegen des hohen Leerstands entschied man sich für den Abriss. Jetzt können die Sprengexperten ans Werk. Wir haben oben im 16. Stock Probesprengungen angelegt. Das heißt praktisch, wir haben die Lademenge, die wir hier zum Einsatz bringen, optimiert, dass praktisch ausreichend Sprengstoff eingebracht wird, dass die Detonation, also die Zerstörung, optimal wirkt. Die Löcher der Probesprengung. Die Tests waren notwendig, denn bisher haben die Experten nur kleine Hochhäuser gesprengt. Dieser Plattenbau ist auch für die Profis eine Herausforderung. Schon bei der Zündtechnik muss jedes Risiko ausgeschlossen werden. Die Zünder sind deshalb nicht elektrisch, damit wir hier die Sicherheit gewährleisten, weil wir über mehrere Tage laden. Und gestern Abend zum Beispiel ist ein Gewitter aufgezogen und dass hier keine vorzeitige Detonation entsteht, werden diese Zünder eingebaut. Noch 36 Stunden bis zur Zündung. Michael Schneider bringt die letzten der 185 Sprengladungen in Position. Mehrere Patronen mit je 250 Gramm Sprengstoff werden angelegt und nicht in Bohrlöcher gestopft. Die neue Technik erspart Zeit und somit auch Kosten. Der Abriss mit Kränen wäre mindestens 15% teurer. Dieses Gebäude ist ein sogenannter Wandbau, besteht aus vielen, vielen dünnen Wänden. Wenn man diese mit Bohrungen durchsetzen wollte, bräuchte man mehrere 10.000. Das heißt praktisch, man müsste diese Bohrungen alle erstmal einbringen. Man braucht für jede Bohrung einen Zünder, man braucht für jede Bohrung logischerweise Sprengstoff. Deshalb haben wir uns entschieden, hier nicht zu bohren. Wir haben hier die Wandstärke mittels dieser durchhämmerten Löcher ermittelt und hier Ladungen an der Wand angelegt. Der eigentliche Clou dieser Sprengmethode aber ist Sand. Diese Patronen, die hier direkt an den Wänden anliegen, werden nochmal bis ca. 50 cm, also das ist dieser rote Strich hier in etwa, mit Sand überschüttet, sodass diese ganzen Patronen unter einem sogenannten verdämmten Bett zu liegen kommen. Und durch diese Verdämmung, wenn dann die Patronen detonieren, wird die Wand nach hinten durchgeschlagen, herausgeschlagen. Tonnenweise Sand haben die Sprengexperten geordert. Auf einer Länge von insgesamt 360 Metern müssen die Sprengladungen eingebettet werden. Noch 18 Stunden bis zur Sprengung. In den oberen Geschossen, wo keine Ladungen an den Wänden liegen, dürfen ehemalige Hausbewohner noch einmal Abschied nehmen von ihrer geliebten Plattenbauwohnung. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir es in so einer kleinen Wohnung gewohnt haben. Und das Haus war halt im Grunde wie ein Dorf. Man kannte sich, man passte aufeinander auf, man hat sich geholfen. Was uns unheimlich jetzt fehlt in der neuen Wohnung, ist eigentlich der Fahrstuhl. Weil 5 Treppen laufen ist zwar okay, aber mit allem Einkauf ist es schon etwas schwierig. Ein paar Etagen tiefer im Erdgeschoss müssen die Sprengexperten dann doch noch ein paar Löcher bohren. Nicht für Sprengladungen, sondern für die rund 700 Meter lange Hauptsprengschnur. Sie zieht sich durch mehrere Räume und Stockwerke. Mit ihr werden die Zündschläuche verbunden, an denen 185 Sprengladungen mit insgesamt 230 Kilogramm Sprengstoff hängen.
Mit dieser Sprengtechnik soll der Plattenbau dem Erdboden gleichgemacht werden. Dieses Haus wird durch eine sogenannte Fallrichtungssprengung herniedergeführt. Das heißt praktisch, wir haben vom ersten bis zum vierten Geschoss keilförmig Sprengladungen in dem Haus angebracht. Dieser Keil, ähnlich wie beim Baumfällen, wird in unsere Richtung herausgesprengt und das Haus dreht sich dann über seinen Restquerschnitt auf uns zu und fällt in die neben uns vorgefertigte Baugrube. Auch hier wurden tonnenweise Sand aufgehäuft. Er soll die Wucht des Aufpralls abfedern, damit die Versorgungsleitungen im Erdreich nicht beschädigt werden. Um die Häuser in der Nachbarschaft bei der Sprengung zu schützen, werden riesige Fließplanen eingesetzt. Das ist jetzt für die Fließabhängung am Gebäude, um den Steinfluch einzudämmen. Warte, ich komme hinauf. Mit diesen Fließplanen wollen die Sprengexperten verhindern, dass die bei der Detonation herausgesprengten Trümmer wie Geschosse durch die Luft fliegen. Am Tag der Sprengung. Die Feuerwehr ist angerückt. Die Männer bereiten die Generalprobe für die Wasserwerfer vor. In 2 Stunden werden die Sprengladungen im Plattenbau gezündet. 7 Wasserwerfer sollen dafür sorgen, dass sich die Staubwolke nach der Detonation in Grenzen hält. Dazu muss der Wasserstrahl so exakt wie möglich ausgerichtet werden. Noch 90 Minuten bis zur Zündung. Die Evakuierung beginnt. Hunderte von Menschen aus der Nachbarschaft müssen ihre Wohnungen verlassen. 300 Meter beträgt der Sicherheitsradius. Auch er muss sich sputen. Denn niemand darf sich jetzt mehr in dieser Sperrzone aufhalten. Noch 60 Minuten. Antreten zum Sicherheitsappell. 9.58 Uhr wird das zweite Signal gegeben. Das sind 2 kurze Signale. Das heißt, die Sprengung wird jetzt eingeleitet, die Feuerwehr wird Wassermarsch machen, wird aus dem Gefahrenbereich herausgehen und anschließend werden wir die Zündung auslösen. Mehr als 100 Sicherheitskräfte schirmen das Gelände weiträumig ab. Inzwischen hat Nieselregen eingesetzt, doch der hält weder Nachbarn und Schaulustige noch die ehemaligen Bewohner der Platte davon ab, die Sprengung mitzuerleben. Schönes Haus. Dann ist es nicht mehr da. Ich mache da eine Wandcollage. Ja. Der Countdown läuft. Die letzten Sekunden für die Platte sind angebrochen. Vollbracht. Trotz der 7 Wasserwerfer entwickelt sich eine gigantische Staubwolke. Nur die Sicherheitskräfte und ein paar ehemalige Bewohner des gesprengten Plattenbaus harren tapfer aus. Viel Staub und ein riesiger Schutthaufen sind übrig geblieben von dem stolzen Plattenbau aus mehr als 13.000 Tonnen Stahlbeton. Ich bin sehr zufrieden, wenn ich meinen Blick hier drüber schweifen lasse. Das ist besser gelaufen, wie wir uns das von der Ausgangsposition erhoffen durften. Es war das erste Mal, dass eine Platte in der Größe gesprengt worden ist. Es war das erste Mal, dass wir diese neue Technologie eingesetzt haben. Und schauen Sie, bei dem Ergebnis bedarf keiner weiteren Kommentierung. Nach der erfolgreichen Premiere am Roten Berg werden die Sprengexperten aus Erfurt wohl jede Menge Aufträge bekommen. Denn leerstehende Plattenbauten gibt es im Osten mehr als genug.